1000 Mal. Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. So, Herz, Seele, Ball, Freunde. Hier wird geprobt für die große Weihnachtsshow heute Abend in Finsterwalde. Hochinteressant, was hier alles sich abspielt. Das ist Hans-Günther Richter, dem ich sehr viel in meinem Leben zu verdanken habe. Also, das ist aber mal gut. Hoffentlich zeigt das, wo es geht. Es wird gezeigt, natürlich wird es gezeigt. Das ist Elena aus Russland, die hier eine der Assistentinnen ist. Nein, jetzt hör auf. Da vorne, das ist Otti. Der Hofhund. Und es wird wirklich sehr, sehr hart hier gearbeitet für heute Abend. Und alles Weitere kommt dann wie immer im Herz, Seele, Ball. Sonderausgabe. Ach, wie weihnachtlich das alles ist. So, das waren die Proben. Und jetzt ist die Show vorbei. Und Noah Fischer macht mir Sorgen. Aber der Produzent Martin Ernst ist glücklich, weil der jetzt feiern kann. Noah, Grüße. Und auch ein großer Musiker, der Martin. Ja, weiß ich. Jetzt reden wir aber erstmal. Ja, liebe Grüße, Martin. Jetzt reden wir, es ist laut hier, aber wir setzen uns durch. Jetzt reden wir erstmal über die Weltmeisterschaft. Deutschland, wie enttäuscht bist du? Oh, ich habe wirklich gelitten, als wäre ich selbst Teil des Teams. Es war wirklich echt hart für mich, weil ich finde, die haben einen Wahnsinns guten Fußball gespielt, so kombinationsmäßig, aber halt 66 Torschüsse in 3 Spielen. Und wenn man dann halt zu wenig trifft, dann wird man bestraft. Und ich verstehe mal nicht, warum dann irgendwann kommt irgendein Konter und dann kommt plötzlich so eine Unruhe auf und dann passiert es auch jedes Mal. Also unfassbar. In der Abwehr haben wir irgendwie einen gewissen Nachholbedarf. Das Hansi Flick Bundestrainer bleibt, richtig oder falsch? Ja, finde ich mega, auf jeden Fall. Also, da kommt der Bayern-Fan wieder durch. Ja, aber ich finde ihn echt cool und ich meine, so viel Zeit hatte er gar nicht und der Spielstil ist Hammer und wenn die ganzen Dinger am Pfosten und kurz daneben landen, das kann jetzt der Trainer auch nicht so viel dafür. Da hast du recht. Ich habe auch immer hier gesagt, lasst ihn weitermachen. Olli Bierhoff ist weg, aber jetzt wollen wir nicht über die Task Force sprechen, sondern über das Endspiel. Argentinien gegen Frankreich. Für wen hältst du? Wow, ich bin tatsächlich hin und her gerissen, weil mein Lieblingsverein, wollte ich schon sagen, ist ja raus. Aber, ich würde es Messi gönnen, glaube ich. Das ist schon ein ganz großer Fußballer. Aber beides hat was, ne? Also entweder haben wir tatsächlich, dass Messi seine Karriere endgültig krönt und er hätte es verdient. Und Frankreich wäre der erste seit 60 Jahren, der mal wieder einen WM-Titel verteidigen kann. Also hat beides was Historisches. Ich bin hin und her gerissen, 3 Bayern-Spieler, denen würde ich es natürlich auch wahnsinnig gönnen. Also, da kommt's wieder. Ja, ich freue mich einfach auf ein riesen Fußballspiel und bin wirklich gespannt. Das ist echt schwer zu tippen. Ja. Weil viele das gar nicht wissen, 1958 Weltmeister Brasilien, 1962 Weltmeister Brasilien. Wenn du jetzt weißt, gegen wen die im Endspiel standen, gewinnst du was. Oh, jetzt bin ich tatsächlich raus, leider. 62, das weiß ich nicht. Gegen die Tschechoslowakei. War damals eine absolute Sensation. So, also die können erstmals seit 60 Jahren wieder den Titel verteidigen. Und weißt du, was das Verrückte ist? Ich war da immer schon dabei. Also ja, damals noch als Kind oder als Fan. Ja, mega. Aber jetzt natürlich auch hier als Berichterstatter, zum Teil jedenfalls noch. So, wir haben eine schöne Show gehabt, finde ich, heute Abend. Großartig, war super, hier in Finsterwalde. Hier Aftershow-Party, ihr hört es im Hintergrund. Und einfach sehr, sehr cool. Wir haben ja auch mit unseren Hinterm Horizont Kids, könnt ihr auch mal gucken, echt eine tolle Performance gemacht. Wir starten hier nämlich ein neues Projekt und die Pforzheimer, mit denen wir das gemacht haben, die waren hier richtig am Start. Also kurz erklärt, die Udo Lindenberg Stiftung unterstützt Schulen, an denen dann dieses Musical Hinterm Horizont eben halt mit jungen Leuten, ich nenne das mal, eintrainiert wird. Aber das ist eine immense Arbeit. Heute waren 4 Kinder aus Pforzheim hier und die haben das sensationell gut gemacht. Wirklich. War ganz mega, wie die Profis. Ich glaube, viele dachten auch, das sind Profis. Die haben so viel gelernt in den 3 Jahren. Normalerweise geht's ein Jahr. Dort ging's aus bekannten Gründen länger. Ja, Theater waren geschlossen und so weiter. Aber wir haben immer weiter dran gearbeitet. Ja, ich ruf mal den Udo Lindenberg, der Chef. Udo? Wie heißt er richtig? Alexandru? Alexandru, komm mal gerade rüber.
ganz wichtiger Auftritt noch ganz schnell. Alexandro, einmal ganz schnell um die Ecke. Also ich zeige euch jetzt den neuen Udo Lindenberg sozusagen, den aus Pforzheim. Alexandro, hier ist ein Fußball-Podcast. Interessierst du dich für Fußball? Ja, mittelmäßig. Ich war letzten Samstag in Bukarest. Echt? Ja, da hat Rapid Bukarest gespielt. Kennst du den Verein? Ja. Ja, die sind Dritter im Moment in der Tabelle, haben gegen Dortmund und Florenz gespielt. Da war ich in Bukarest, letzten Samstag. Sag mal, du bist jetzt hier der neue Udo Lindenberg in einem Projekt, das ich ganz großartig finde. Was bedeutet das für dich, so etwas machen zu können? Ich könnte schon mal so sagen, dass es in die letzten 3 Jahre alles bedeutet hat, eigentlich. Und ich habe auch die Schule ein kleines bisschen weggeschoben dafür und ich habe eigentlich auch manche Momente verpasst, die ich nicht verpassen sollte für ein Musical. Aber ja, das war eine große Freude, mit Noah hier zu arbeiten, mit dir, Elisabeth. Und auch die ganzen Kinder waren auch erfüllt. Also ich muss das nochmal sagen mit Nachdruck. Die haben heute hier eine tolle Performance gemacht. Mein Herz ist aufgegangen. Und glaub mal, ich habe ein eisernes, verschlossenes Herz normalerweise. Ja. So, das war herzliche Ball. Noah, danke schön. Wir sehen uns ja immer wieder mal. Super, ich freue mich. Dir wünsche ich... Du freust dich, dass Bayern und Deutschland ist. Und ich freue mich immer, wenn ich mit dir mal über Fußball plaudern kann, weil das liebe ich. Ich liebe das. Darauf trinken wir jetzt noch ein alkoholfreies Bier. Du auch? Genau. Alkoholfrei? Ja. Ja, dann ist alles in Ordnung. Herzliche Ballfreunde, wir sehen uns wieder. Morgen. Das war's für heute. Und Uli denkt schon jetzt am Morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu. Im Januar heißt es wieder... Robert! Jet Set, Baby! Wahnsinn! Mega! Mega! Nein, nicht schleimen jetzt! Nicht schleimen, nein! Die neuen Folgen, die Geissens, eine schrecklich glamouröse Familie. Ab 2. Januar, 20.15 Uhr.